Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt zu Super Mario Galaxy. Und ich muss etwas gestehen, ich bin ein bisschen hyped irgendwie. Fragt mich nicht wieso. Ja, vielleicht. Und ich glaube, das wird es der heftigste Moment für mich, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe dieses Game noch nie in meinem gottverdammten Leben gespielt. Wirklich. No joke. Keine Ahnung warum. Ich bin irgendwie damals nicht so richtig dazu gekommen. Ab jetzt habe ich wenigstens die Möglichkeit, es endlich mal zu zocken und diesem auch den ersten Teil und nicht den zweiten Teil. Davon habe ich eine Aufnahme gemacht, aber doch dann gelöscht, weil ich gedacht habe, einen zweiten Teil anzuzocken, beziehungsweise ein LP dazu zu machen und dann später dann den ersten Teil, das kommt ein bisschen komisch rüber. Und ja, und da habe ich auch mal einen Tag gewartet und dann habe ich's, Mario Galaxy. Wir starten auf jeden Fall direkt los, weil, by the way gesagt, weil ich es halt schon erwähnt habe, weil ich es noch nie gespielt habe, okay, naja, ein Let's Play angeschaut habe oder so, naja, aber nie wirklich gezockt. Deswegen ist es für mich recht blind. Und, ja, vielleicht machen wir die 100%, weil das sind ja nur die ganzen Sterne, die man da sammeln muss. Also von daher, mal schauen. Wir nehmen auf jeden Fall den ersten Spielstand. Spieledatei auf diesem Stern erstellen. Na klar, machen wir gerne. Oh, ist voll wieder so gewöhnungsbedürftig. Wir nehmen... Oh ne, mein Mii, den ich gemacht habe, sieht so hässlich aus. Oh Gott, ich zitter schon so ein bisschen. Ich bin irgendwie ein bisschen nervös. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir nehmen den guten Toadie. Als Symbol. Ah, ich bin gespannt, wie das Ganze so abläuft. Weil, wie gesagt, allgemein so gameplay-technisch hab ich schon gesehen, also kenne ich mich schon da etwas gut aus, wie das Ganze abgeht. Aber so zum selber zocken wird es halt schon etwas blind. Und ja, ich will jetzt einfach nur noch loslegen. Das ist einfach so, oh, ich weiß nicht. Das ist einfach nur richtig geil. So, dann geht's los mit dem Intro. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Ich glaube, ich mache mein Mikrofon vielleicht ein bisschen näher ran. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte Anlass zu großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Es war die Nacht des Sternenstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Lieber Mario, ich warte am Abend des Okay, eine Stimme hat schon vorgesagt. War zwar auf Englisch. Aber ich mach's einfach nochmal. Lieber Mario, ich warte am Abend des Sternenstaubfestes am Schloss auf dich. Es gibt da etwas, das ich dir geben möchte. Von Peach. Wie gesagt, mir kommt es etwas so bekannt vor, aber zum selber zocken ist es eigentlich komplett blind, wirklich, ey. Das ist einfach so göttlich, ich weiß nicht. Es ist wirklich auch nicht künstlich gespielt, ich freue mich einfach wirklich drauf, ey, das ist, oh, göttlich. Wir haben auf dich gewartet, ja, als ob ihr auf Mario wartet, aber ja, gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier im Pilzkönigreich. Und es fallen auf jeden Fall solche Sternenteile runter. Kann man dazu Mini-Sterne sagen oder so? Weiß ich gerade gar nicht. Was ist jetzt los? Oh. Na, Bowser natürlich. Was auch sonst.
glaube, in der Facecam ist doch etwas brisant, ein bisschen Beleuchtung zu haben. So, geht gut. Das war jetzt ein bisschen doof, aber okay, gut. Und was ist jetzt hier bitte schon passiert alles? Kommt eine ganze Armee von Bowsers Truppen oder was? Okay, jetzt scheint es ziemliches Chaos zu geben. Peach hat ein Luma in ihren Händen. Ja. Ah, und da ist er nun. Der sich immer cool fühlen muss. Und nichts Besseres zu tun hat, als 10.000 Mal die Prinzessin zu kidnappen. Das ist die Geburt der neuen Galaxie, Wille. Du wirst den ganzen beiwohnen. Nicht so schnell die Texten wegblenden, ne? Bedanke dich bei den Sternschnuppen für dein Glück. Okay. Was ist das jetzt? Soll das ein UFO sein oder was? Was? Okay. Vielleicht können wir das ja noch verhindern. Aber sie sieht gerade momentan nicht so geil aus. Aber das kann ich nicht machen. Okay, mit B kann ich diese Sternschnuppen, Sternteile irgendwie zum Schießen benutzen. Kann ich irgendwas? Nee, bis jetzt noch gar nichts. Das Einzige, was ich nur tun kann, ist eigentlich nur dahin zu laufen. Okay, ich habe gerade meinen Sprung herausgefunden. ZL und A gleichzeitig. Und da kann sogar ein Dreisprung. Okay, gut. Das Wichtigste ist schon mal bekannt. Wir gehen ja schon dahin. Kann Mario auch rennen oder so? Oder geht das nicht? Na, das soll doch dahin laufen. Was passiert jetzt? Das sieht aus wie so ein fucking UFO. Das ist sogar auch ein UFO. Lol. Okay. Krass. Und nun? Was hat das jetzt gemacht? Ach so. Nee, warte mal. Hä? Die nehmen einfach... Die nehmen einfach das Schloss mit? WTF? Hä? Macht das Sinn? Naja. Kein Bock auf Peach, wir nehmen einfach das ganze Schloss mit, ne? Mit Peach natürlich. Das muss schon so einen gewissen Style haben, ne? Okay. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ja gut, so kann man es auch machen, ne? Das sieht einfach so komisch aus, ohne Witz. Sieht einfach so komisch aus. Vor allem tragen das vier kleine Schiffe. Mhm. Genau. Ja, Kamek ist also auch wieder dabei. Hinfort mit dir! Zurück auf den harten Boden! Erdboden! Und seine Magie hier. Yeah! Jetzt, wenn man aus dieser Entfernung nicht stirbt, dann ja, hat man Luck. Aber okay, jetzt ist Bild komplett weg. Na toll. Wo sind wir jetzt? Ah, da ist dieser Luma, den Peach in den Hand gehalten hat. Jetzt ist es ein Kaninchen? Na was denn nun? Ist es ein Luma oder ist es ein Kaninchen? Okay, gut. Bist du wach? Dann lass uns spielen.
Es ist gerade eine Menge Chaos passiert und dir fällt nichts anderes ein, als jetzt mit dir irgendwie Fang zu spielen oder irgendwas? Sag mal, geht's dir noch gut? Hallo? Seriously? Ist das dein Ernst? Ja, wirklich mal. Es ist hier Menge Shade passiert und dann sowas? Hallo? Ist ein bisschen komisch, wenn ihr mich fragt, ne? Und jetzt alle drei, oder was? Lanze, lass uns fangen spielen! Wie ich es nicht predicted hab, ja. Lol. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Muss das jetzt sein? Wirklich? Naja, gut. Das war wahrscheinlich gerade eben der Anfang gewesen. Und jetzt müssen wir die drei Hasen? Irgendwie? Wahrscheinlich müssen wir die Hasen fangen. Kann auch so einen seitlichen Sprung? Denkt man schon, oder? Nee. Was ist mit dem Wirbelsprung? Kommt der erst später? Oder existiert der hier gar nicht im ersten Teil? Naja, eigentlich ja schon, ne? Naja, gut, dann. Achso, das ist ja hier. Von der Atmosphäre her. Ach, nicht von der Atmosphäre hier, von der. Gravitation, hätte ich fast vergessen, wie ich das jetzt sagen könnte. Die Gravitation ist ja hier ein bisschen anders. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Weil das ist Planet zu Planet und man kann hier rumlaufen, wie man irgendwie will. Man kann so drum rumlaufen. Es ist nur dann von der Steuerung dann halt nur ein kleines bisschen komisch. Dann habe ich nämlich gespürt bekommen. Aber wo könnten sich die verstecken? Ich habe jetzt aber eine andere Kameraperspektive. Ich höre irgendwelche Vögel. Hat das was mit dem Hasen zu tun? Keine Ahnung. Was sind das für komische Bommeln? Irgendwas wird es schon sein. So, hoffentlich dauert das Gesuche jetzt nicht so lange. Hier ist eine Münze. Ah, hier ist schon mal. Oh, hier ist schon mal der erste. Bleib hier. Ja, das bringt ja gar nichts. Nee, komm, warte. Irgendwie kriege ich das nicht so gerade hin, ne? Komm her. Bitte. Willst du bitte? Dankeschön. Ach, erwischt. Ich hätte mich in der Röhre verstecken sollen. Vielleicht. Okay, dich haben wir schon mal. Ob das der normale war, der weiße, keine Ahnung. Ah, vielleicht, weil die anderen hatten gelbe Ohren gehabt. Vielleicht sind es auch gelbe Lumas, wer weiß das schon. Ich will mal die Teile hier einsammeln. Einfach nur mit der Wii-Fernbedienung hier, da passt das schon so. So, wo sollen jetzt die anderen drei sein? Ach, zwei natürlich. Sind ja keine vier, sondern drei. Macht es Sinn, in die Röhre überhaupt reinzugehen? Ich mach's jetzt einfach mal. Oh, da war sogar schon eine zweite. Lol. Komm her. Ja, passt. Ah, okay, der war gelb. Der war gelb. Hi. Ich hätte mich im hohen Gras verstecken sollen. Möglich wäre es gewesen. So, jetzt nur noch den einen. Wo könnte der sich jetzt verstecken? Also ich glaube, das könnte jetzt etwas kniffliger werden, ne? Ich gehe jetzt einfach nochmal hier rein. Ah, das war's gebracht. Ah, nee, hier ist doch auch eine Röhre. Warum habe ich die nicht genutzt? Ich glaube, das bringt auch was, oder? Nicht gerade viel. Und die Häuser sind einfach nur so zur Deko, oder wie? Stimmt. Nein! Ich wollte nicht in die Röhre. Ja, gut, egal. Egal.
könnte der letzte jetzt sein? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich weiß es gerade nicht. Ich fail jetzt hier schon am ersten Part, ey. Das ist so peinlich. Weil ich wirklich nicht weiß, wo der sein könnte, ohne Witz jetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Könnten das sein? Mann. Oh, ich verzweifle hier jetzt schon, ne? Nee, doch nicht. Lol, komm her. Das war jetzt so random. Komm her. Komm. Scheiße. Komm jetzt her. Du Feigling. Ja, gut. Ja, mal schauen, falls es doch ein bisschen zu lange gedauert hat, werde ich es eventuell rausschneiden. Oder vielleicht habe ich es schon rausgeschnitten, wenn ich dran denke. Wenn es für euch nicht zu langweilig war dafür. Mal schauen. Ah, wie schade. Ja gut, dann haben wir mal die drei Stück, ne? Du hast uns alle gefangen. Jemand wie du kann unsere Mama bestimmt helfen. Eure Mama? Und was wurde hier jetzt bitteschön jetzt auf einmal erschaffen? Was ist das? Was ist das? Hä? Ist das nicht... Ich glaube, sie wird uns gleich verraten, wie sie heißt. Mach mal so. Ich habe dich von diesem Sternentor aus beobachtet. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Um den dir kostbaren Menschen zurückzubekommen, brauchst du die Kraft von Stern zu Stern zu reisen. Ich leihe dir das Sternenkind Luma. Hallo Luma! Nice! Du kannst jetzt die Drehattacke... Ne, du hast jetzt die Drehattacke erlernt. Schüttle dazu die Wii-Pam-Bedienung. Ach so, genau. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unseren Freund, den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Ist ja voll der Star Wars-Spruch, ey, voll geklaut. Okay. Nice. Richtig, richtig nice. Gut. Und jetzt? Wenn es so aussieht, als könne man es zerbrechen, dann schüttle die Wii-Verbindung und mach eine Drehattacke. Du kannst damit auch Feinde betäuben. Cool. Machen wir das mal so. Hab ich doch gemacht. Ah, jetzt. Einmal frei. Das ist ein Sternring. Es ist eine Abschussrampe, um auf andere Sterne zu fliegen. Schicke die Wii-Verbindung in seine Reichweite. Er ruft dich zu einer Reise zu den Sternen. Nun, auf zu den Galaxien. Möge das Glück auf deiner Seite sein. Was ist mit Speichern? Ich mache jetzt einfach mal weiter. Hä? Hab ich doch gerade gemacht? Ah, okay. Gut. Hat sogar schon gereicht bis jetzt. Ah, jetzt geht's wirklich los, ne? Ich hab schon auf dich gewartet. Und einen Sternenring hatte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber er ist von einem Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerborsten. So kannst du nicht abfliegen. Wo sind nur die Splitter? Such sie, aber pass auf, wo du hintrittst. Jetzt muss ich alles... Ach so. Um so einen Stern, um so einen großen Sternteil zu bekommen, oder wie? Ah, hier sind sogar schon die Gumbas. Boah, sehen die hässlich aus. Alter. Ah, hier ist sogar ein One-Up. Cool. Erstmal gönnen. Okay, hat sogar wunderbar funktioniert. Mario hat einen One-Up bekommen.
Ja, ich muss jetzt nicht extra dafür benachrichtigt werden, aber trotzdem danke. Dann nehmen wir das mal. So, hier ist noch ein Sternteil. Und wo ist das letzte? Geben wir uns mal die Münzen. Ein Splitter ist hier noch. Ah, gut, wunderbar. Eine freie Spitze. War sogar recht leicht. So eine kleine Mini-Galaxie hier. Wow. War richtig lappenhaft getroffen. Wow, das wäre jetzt wieder fast ein Treffer gewesen. Und? Komm schon. Und los geht's. Warte mal, ich brauche mal ein bisschen Kraft. Also auf den Goomba drauf springen. Das weiß ich wenigstens sogar noch. Weil wenn man auf Gegner drauf springt, dann bekommt man Münzen. Wenn man die Gegner mit dieser Wirbelattacke angreift und halt auch erledigt, bekommen wir dafür Sternteile. Oder ja, Mini-Sterne. Nee, eigentlich ja nicht. Es sind schon Sternteile. Ist schon soweit richtig. So, hier ist irgendwie ein Luma versteckt. Nicht versteckt, aber so eingesperrt. Hol mich hier raus. Einer der Feinde muss den Schlüssel haben. Schüttel die Wii-Fernbedienung, um dich zu drehen. Wenn der Gegner torkelt, ramm ihn. Oh, danke für die Info. So. Hä, hey, jetzt ist aber doch eine Münze rausgekommen. Hm? Ah, der Schlüssel, cool. Ja, nice. So. Dann wurde unsere Lebenskraft voll. Das ist sogar sehr gut. So, jetzt zum Luma. Da ist er. Danke. Könntest du auch noch meine Freunde retten in der Festung da oben? Ich verwandle mich in einen Sternenring. Stecke auf und brech hinab. Verwandelung. Jetzt sind andere Sterne rausgeworden. Okay. Sind das jetzt wieder verschiedene oder was? Und weg mit dir. Sind das Mini-Sterne gekommen? Ah, okay, gut. Sammeln wir natürlich auch mit ein, ist ja klar. Na komm schon, lass dich treffen. Dankeschön. Oh Mann, das war so dämlich. Hier ist auch noch so ein Mega-Gumba. Den nehmen wir auch weg. Ach, der hat sogar einen Schlüssel mit sich getragen. Okay, gut, ne? Die Sternteile gönnen wir uns natürlich alle hier auf dem Weg. So. Auch du weg mit dir. Warum sind manche Gumbas so komisch breit und so gräulich? Und die normalen Gumbas sind so halt, wie sie sonst immer aussehen. Also sind das irgendwie andere Art von Gumbas oder so? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? So, wo war denn jetzt der Luma? Der hier irgendwo war. Ja, weg damit. Ja, lieber drüber springen. War das der? Nee, das war der hier. Oder? Beeilung, hier drin sind auch Freunde von uns. Ja, gut, keine Sorge, keine Sorge. Machen wir schon alles. Wo sind wir jetzt? Irgendwie im Inneren davon, oder wie? Wir haben schon auf dich gewartet. Da ist sogar schon so ein Stern. Lol. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Was muss ich dafür tun? Sie verwenden die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendetwas herzustellen. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt und der große Stern verblasst. Halte irgendwie diese Maschine auf. Das machen wir schon, das bekommen wir schon irgendwie gebacken. Ich glaube, es hat was mit diesen Feldern zu tun, kann das sein? Ja, okay, die müssen wir aktivieren, um wahrscheinlich dann da ranzukommen. So. Nein, oh Mann, das war so ein dämlicher Treffer wieder. Okay, gut. Da kann ich überhaupt was? So, den haben wir aktiviert. So, bis jetzt haben wir alle. Jetzt kommen noch die wahrscheinlich hier noch dran. Wenn das alle waren. Betätige die Fußschalter am Boden, um die Maschine zu stoppen. Das habe ich auch jetzt schon mittlerweile herausgefunden, dass ich das jetzt so machen muss. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und somit
können wir jetzt den großen Stern einsammeln. Machen wir das auf jeden Fall an dieser Stelle. Die Animation davon ist sowas von göttlich. Großen Stern erhalten. Nice. Und jetzt fliegen wir einfach dahin. Und wo sind wir jetzt, bitte schön? Der große Stern ist jetzt da reingegangen. Soll das einen Kern darstellen? Oder irgendwas? Das wüsste ich jetzt zu gerne. Und wahrscheinlich können wir hier als nächstes rein. Du hast einen Stern erhalten. Sternentor-Galaxie. Der gefangene große Stern. Neue Bestpunktzahl. 24 Münzen. Du hast Sternteile mit zurückgebracht. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Terrasse. Universum-Karte. Ja, okay. Ja, ich weiß Bescheid. Dankeschön. Und jetzt? Oh, das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach wie das eines Klasse 6 Sterns. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Ah nee, das sagt gerade Rosalina. Scheiße. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte auf den Kometen. Das ist unser Haus. Ein Sternenschiff, das das Sternenmeer überquert. Wir bereisen das Sternenmeer mit diesem Sternenschiff der Sternwarte auf dem Kometen. Unser Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternenschiffes ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft zusammen mit dem Sternenstab heruntergeflossen. Kraft? Ja, es handelt sich dabei um Powersterne. Deiner Kraft beraubt ist das Sternenschiff wie in einen tiefen Schlaf gesunken, regungslos. Die Schurken, die eine die kostbaren Personen entführt haben, sammelten diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeiten erworben, das Universum zu durchqueren. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternenschiff, das die im Universum verteilten Galaxien mit Sternenkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern, der jetzt hierher zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir die Galaxien. Jedoch ist die Sternenschau-Terrasse die einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternenkraft nicht, die du bisher zurückerlangt hast. Geh zuerst zur Sternenschau-Terrasse und befreie die Powersterne der von dort aus sichtbaren Galaxien. Die Sternenwarte auf dem Kometen ist in Wahrheit ein Sternenschiff. Wenn wir es wieder aktivieren können, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die die Powersterne gestohlen haben. Speichern. Ja, auf jeden Fall wird ja mal höchste Zeit. So, dann würde ich sagen, das ist so ein extra langer Part, ey. Boah, allererster Part und schon so eine halbe Stunde. Boah, ich wollte eigentlich etwas kürzer treten. Aber ja, gut, wenigstens bis dahin, dass wir wenigstens die Möglichkeit haben, dann auch zu speichern, dann auch danach auch selber. Vielleicht? Keine Ahnung. Aber okay, dann würde ich sagen, wenn euch dieser allererste Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich habe richtig Bock auf dieses Projekt, weil wie gesagt, ich habe Mario Galaxy 1, sowohl auch 2, wirklich nie in meinem gottverdammten Leben gezockt und möchte es jetzt mit diesem LP-Projekt definitiv nachholen. Deswegen, wie gesagt, Like wäre geil. Naja, Abo, wenn ihr Bock drauf habt, mehr oder weniger. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Party in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.